Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, heute haben wir uns erstmal auf YouTube verlaufen. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, es kommt vermutlich kein Baum. Ich weiß es noch nicht so genau, aber ihr werdet das Video übrigens nicht im deutschen Client verlinkt finden, sondern nur mal wieder im englischen Client. Und man muss ja immer so ein bisschen auf die kleinen, aber feinen Details achten in solchen Videos. Also am besten guckt man sich so ein Filmchen so zwei, dreimal an, damit man auch wirklich alles entdeckt. Jo, da ist es das Kampfholz. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen Clash Royale kennt. Das ist zum Beispiel der Lumberjack, der Holzfäller. Und es gibt auch eine kleine Story zu dem Holz, also auch ein Video. Das findet ihr auf dem offiziellen Kanal von Clash Royale, von Clash of, von Supercell. Aber schon sehr, sehr. Sehr, sehr cool animiert, muss ich sagen. Okay, da kriegt er noch mal richtig einen auf den Deckel, der Holzfäller. Und mitten in den Baum rein. Aber das Kampfholz verfängt sich da so ein bisschen. Also es ist eine Karte, eine legendäre Karte aus Clash Royale. Und was heißt das jetzt eigentlich für uns? Heißt das jetzt, dass wir keinen. Das ist übrigens eine sehr witzige Szene hier. Da hält er erstmal seinen Kopf da so hin zum Gucken. Wie gesagt, es ist schon sehr, sehr niedlich. So, jetzt fängt die ganze Geschichte von vorne an. Ja, was heißt das jetzt eigentlich? Bekommen wir jetzt keinen Weihnachtsbaum? Oder bekommen wir jetzt keinen, oder bekommen wir jetzt das Kampfholz als Weihnachtsbaum präsentiert? Ich bin wirklich mal gespannt, was auf uns zukommt. Ich habe schon wieder alle Dörfer abgesucht, also es gibt, ich habe noch nichts und dieses Lockmet, ja, das ist eigentlich ist das so ein bisschen so vom Holzfäller aus, aber ich mache erstmal gerade einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich im normalen Spiel wieder. Bis gleich. Wie übrigens von gestern einfach mir mein Media Player aufgemacht und ihr seht, dass im Gameplay dessen hier das Ganze ja geendet hatte, irgendwo mit diesen Einheiten, die jetzt plötzlich eine Selbstintelligenz entwickeln, war. Ich hatte mich gewundert, dass jemand bei mir unter die Kommentare geschrieben hat, ja, und das Tollste ist ja, man kann die Clanburg nicht mehr blitzen. Das stand aber gestern, wo ich aufgenommen habe, noch nicht in den deutschen Gameplay-News mit drin. Aber ich gelobe ja immer Besserung. Erstmal mache ich euch jetzt den Bildschirm aus. Nee, den Bildschirm aus, nicht den Baum aus. So, dann sind wir jetzt nämlich auch im Spiel. Denn ich hatte das gestern schon im englischen Client gelesen. Also im englischen Client, Freunde, konnte man das gestern tatsächlich lesen. Hier bei den neuen Sachen. Und tatsächlich stand es hier nämlich drin. Hier unten, der Lightning Spell will no longer have any effect on the Clan Castle. Das Ganze gibt es jetzt auch im Deutsch. Wie gesagt, als ich gestern aufgenommen habe, gab es das noch nicht in Deutsch. Dann habe ich gestern Abend nochmal nachgeguckt und siehe da, unter Gameplay auch im deutschen Client steht das jetzt drin. Du kannst also, ja, Lightning Spell AD, ne? Machen wir mal ein Kreuz hin. Und hier seht ihr auch den Link zum Video. Es ist noch nicht im deutschen Client vorhanden. Also guckt euch das ruhig nochmal an. Ist wirklich nett animiert. Aber gibt es jetzt einen Baum oder gibt es jetzt keinen Baum? Eigentlich ist es mir egal. Ich diskutiere nicht mit euch über Bäume, sondern wir wollen ja auch ein bisschen Clash of Clans spielen. Ja, wir sind ja in der Liga. In der aktuellen laufenden Liga gibt es heute noch Update-Infos. Keine Ahnung, ob heute noch was kommt. Ich halte euch in jedem Fall auf den Laufenden. Aber wir sind in der Liga und ich hatte gestern sowieso einen Traumtag. Also was heißt ein Traumtag? So will ich es mal gar nicht sagen. Denn mein Battlelog gestern, richtig cool. Ich habe nicht ganz alle Angriffe gemacht. Aber ich denke mal dennoch mit plus 65 am Ende bei nur 5 Angriffen rauszugehen, war schon ganz nett. Ihr seht das hier. Zweimal 3 Sterne, zweimal 40. Und der Rest auch nicht so schlecht. Ich meine, es geht so. Ich habe da schon schlechtere Angriffe gesehen, aber mein Ligastart, ein Träumchen. Mein Ligastart tatsächlich ein Träumchen, Leute. Erster Kampf hier, also erster Kampf in der aktuellen neunten Liga und der Tod ruht in 3 Sterne. Unglaublich, unglaublich. Aber ich hatte gestern irgendwie einen Lauf und deswegen wollte ich gestern auch unbedingt meinen Angriff noch gemacht haben und nicht erst heute, denn wir haben ganz, unser Ligastart war gestern ganz spät oder ganz früh, nee, der war extrem spät, glaube ich.
Dementsprechend habe ich aber dennoch, ja, so ein bisschen ist es mir nicht ganz gelungen, wie ich wollte. Ich habe da unten schon mal Fries vergessen am Single Inferno. Ist aber nicht so schlimm, den nehme ich jetzt. Und ich habe jetzt natürlich keine Clanbook gelockt oder sowas. Ich wusste jetzt nicht, was in der Clanbook drin ist. Aber habe gedacht, das kriegst du irgendwie schon hin. Denn du hast ja ein paar Magier, die gleich aus der Kaserne hier unten kommen. Und du hast ja auch unter Umständen eine Queen, die jetzt gleich unten noch Richtung King wieder geht. Das macht die auch. Tatsächlich, irgendwie hat die mich gehört. Und beziehungsweise die geht jetzt noch ein kleines Stück weiter Richtung Scattershot. Also tankt hier den Scattershot und unten mit der Kaserne gestartet. In der Kaserne drin hatte ich einen Riesen und drei Hexen, die einfach so jetzt außen rumlaufen sollten tatsächlich. Und habe hier dann mit dem Hybrid Richtung Mitte, okay, da kam jetzt auch nur ein Eisgolem und ein Lavahund raus. Der Lavahund ist natürlich sehr nervig für den Gladiator, aber irgendwer muss ihn ja machen. Die Queen schafft das da unten nicht mehr ganz. Sie kriegt zwar nicht so viele Beschuss, aber meine Heiler sind gleich weg. Denn ich habe nicht drauf geachtet, dass ich vielleicht hier hinten mal, da jetzt mache ich es erst am Bogenschützenturm, eine Magier setze und mein Minion, da mache ich das jetzt dann doch, aber dann nur noch mit einem Heiler jetzt im Heck gegen den starken King. Der hat jetzt zwar noch ein paar Skelette zu machen, aber der hat sich in jedem Fall auf meiner Prinzessin hatte der sich festgelegt, die zu machen. Und am Ende war es zwar dann doch nochmal relativ knapp, aber ich habe doch noch ein paar meiner außen laufen noch die Hexen mit dem Päcker. Die ganze Zeit alles noch schön in der Wardenaure, also ich hätte fast gesagt, besser hätte es nicht laufen können. Und dementsprechend habe ich gestern hier ganz nett mal ja, das ganze Fest eröffnet mit 3 Sternen. Sehr, sehr nett. Und wir machen jetzt auf jeden Fall auch noch einen Live-Angriff in der Legendenliga, würde ich sagen. Mal sehen. Ich halte euch, wie gesagt, hier auf den Laufenden. Und dann sehen wir mal weiter. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, den Baum braucht man jetzt nicht suchen. Ne? Gibt es jetzt ein Holz? Ich gucke hier immer wieder rein und gucke, kommt hier jetzt was oder kommt hier nichts? Also ich kann mir das Kampfholz nicht wirklich vorstellen, hier im Spiel, wie man es einsetzen könnte. Aber wäre natürlich ein nettes Gimmick. Und mal sehen, was da noch auf uns zukommt. Ich sehe gerade, ich sehe gerade was ihr nicht seht. Ah doch, passt. Okay. Okay, dann machen wir mal einen Angriff. Was haben wir denn dabei? Ich muss mal eben gucken. Multi, okay. Alles klar. Nehmen wir mit. 1, 2, 1. Queen raus. Oh, da hat er schon ganz, ganz viele Tesla. Okay. Ah, tolle Wurst. Naja, was heißt tolle Wurst? So, da setzen wir mal den. Oh, Toto, du musst das auch davor setzen. Ja, okay. Ich muss das auch davor setzen. Hat er recht? Ich muss das davor setzen. Hat er absolut recht. Und muss jetzt gleich ein bisschen aufpassen. Oh, da kommt schon ein bisschen Clanbook auf mich zu. Sehe ich gerade. Okay. Da kommt ein bisschen Clanbook auf mich zu. Da sind ein paar Hexen. Die habe ich aber, glaube ich, noch ganz gut im Gift. Ganz, ganz gut im Griff oder ganz, ganz gut im Gift. Je nachdem, wie man es nimmt, ne? Je nachdem, wie man es nimmt. So, zack, der erste. Alter. Alles klar. Danke auch. Vielen lieben Dank. Vielen Dank dafür, würde ich mal so sagen. Also für die vielen Bomben, ne? Und für die vielen Fallen. Aber wahrscheinlich weiß er, wie man hier durch diese Base kommt. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß jetzt nur noch nicht, wie ich in die Mitte reinkommen soll. Ah, die müssen sich da echt alle durch die Mauer prügeln. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, aber da geht auch ein bisschen was zur Mitte. Oh, da ist aber nicht viel an der Mitte, alles klar. Ach. Naja, kurz mal in Euphorie geschwelgt hier. Hier ist noch meine Queen, die hat aber keine Heiler mehr. Und da ich die Außen hier im Moment nicht wirklich bekomme, müssen wir das hier außen mal so ein bisschen mitnehmen. Kurz mal in Fries gesetzt, eben mal gezündet. Oh, da ist das Rathaus doch noch angehittet worden, aber wir schaffen es leider nicht. Okay, wir schaffen es leider nicht. Naja, dann bleibt das hier ein Stern. Nach 3 Sternen kommt immer ein Stern.
Ist nicht so schlimm. Ist mein Tageserfolg heute und ein paar Pukis gibt es ja. Okay, hab ich jetzt auch mal mit dem Einsterner hier den Tag angefangen. Aber ihr habt ja gesehen, glaube ich, im Log, dass meine Base auch ganz gut hält. Gestern drei Einsterner gehabt bei mir. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Und, die Yetis hier, vielleicht können die doch noch was reißen. Ich hätte vielleicht nicht mit der Kaserne kommen sollen, ne? Warum nehme ich nicht einfach einen Zeppelin? Oh, die Musik ist ein bisschen laut. Nicht für euch, sondern für mich. Ich höre das hier im Kopfhörer. Okay, schöner Rundgang hier, 13 Pokis. Naja, dann fängt mein Tag halt so an mit minus 11. Alles klar, das schaffe ich schon wieder. Okay, also ich halte euch in jedem Fall auf den Laufenden, wenn es hier weitergeht. Wieso habe ich hier... ich habe Spenden. Ich habe Spendenarmee. Ich habe Spendenarmee am Start. Ich glaube, ich habe eben die Heiler alle rausgemacht. Kann das sein? Kann das sein? Ja, ich glaube, ich habe die beiden Yetis und die Valkyrie dort als Spendenarmee. Da muss ich gleich erst Quick Train. Alles klar. Also, ich halte euch auf dem Laufenden. Da könnt ihr mir gerne unten reinschreiben, gibt es das Kampfholz oder gibt es das nicht? Gibt es überhaupt einen Baum oder nicht? Aber das Kampfholz hat sich in jedem Fall gewehrt. Und wenn ihr die anderen Sachen mal sehen wollt, dann müsst ihr einfach mal gucken bei Clash of Clans oder bei Clash Royale, was es eigentlich mit dem Kampfholz und dem Holzfäller auf sich hat. Wie gesagt, da gibt es eine kleine Story zu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Liga startet bei euch genauso cool wie bei mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Clashed.